Welcher Kanzler? Sie sind ja noch richtig flott. Ja, deswegen verstehe ich nicht Ihre Aussage, dass ich sterben werde. Nee, natürlich werden Sie nicht sterben. Sie haben aber gesagt, bei der Einreise, ich war der Erste, der stirbt. Ach du grüne Neune. Was ist das denn? Ich krieg ein Chaos im Kopf. Ich habe hier ganz komische... Ja, nicht nur Sie. ...heptische Anfälle. Ja, nicht nur Sie. Au, au. Oha. Das ist auch? Das ist sehr übel. Sehen Sie diese komischen lila Streifen? Ja, hier, jetzt waren es gerade Blümchen. Oh nein. Boah, sieht das hier aus. Also hier möchte ich nicht beerdigt werden. Selbst das Bild ist betroffen. Hier habe ich eine Raveparty. Alter Feier. Huiuiui. Ja. Alter Schwede. Das Ding ist doch zu. Was ist denn das? Was ist was? Hast du hier nicht irgendwelche Kopfprobleme? Ich habe irgendwie anscheinend gleich Kopfprobleme. Ja, ich habe hier eine ganz komische Farbgebung. Ja, wir auch. So eine Raveparty. Ja. Also wenn das so läuft, dann will ich hier nicht beerdigt werden. Ich glaube, wir sollten mal kurz Power nehmen. Nee. Halt das Ding, Vorsicht. Oh ja, hatte ich auch gerade. Ah ja. Ja, eigentlich ist auch hier das Loch. Ja, ich aber kein Loch, Herr Schmidt. Vielleicht liegt doch schon jemand hier. Hier ist ein offenes. Also ist doch jemand vor mir schon gestorben. Ja, ich glaube, das liegt halt daran, dass wir gerade Augenprobleme haben. Ja, Mist. Das ist natürlich blöd. Ich wollte schon Probe liegen, wenn Sie es so anbieten. Hier. Ja, nur hier. Hm. Also ganz. Ist gut? Naja. Bequem sieht anders aus. Nee, die werden ja noch eingemümmelt. Wie eingemümmelt? Naja. Was heißt denn ja? Ja. Da, wo ich herkomme, heißt ja, leck mir am Arsch. Nee. Doch. Aber da, wo sie herkommen, werden sie doch nicht einfach ins Grab geschmissen, ohne nichts. Ja, da, wo ich herkomme, sagt man mir nicht gleich beim Anfang, du stirbst als Erstes von allen. Das ist soweit. Also das ist das erste Mal, dass mir das jemand ins Gesicht knallt. Aber ich mag, wenn sie direkt sind. So muss das sein. Nichts verschönigen. Wie der Herr Schmidt, der hört einfach traurige Musik und sagt sich, was los ist. Also irgendwas hat das Messer getroffen, du. Das glaube ich auch. Die Seele, glaube ich. Ja. Nein, meiner Seele geht's gut. Nee. Der Mann hat was anderes geurteilt. Der muss ein, ich sag auch, was der muss ein, ist. Der muss eine Therapie da machen. Da fehlt was. Ja. Der muss eine Therapie machen. Die Seele ist Fuji. Die ist nach. Weiß ich nicht. Irgendwie ist alles traurig. Aber warum denn? Herr Staller lässt mich verdursten. Herr Staller? Ne, Herr Staller hat mich da hinten ins Auto gesetzt und der Kleber konnte mich nicht rausholen. Ach so. Sind Sie deswegen traurig? Wurde ich irgendwie gestern Nacht noch in den Hafen entführt? Was? An den Hafen? Ja, an den Hafen. So ziemlich am Arsch der Welt. Wieso? Weswegen? Warum? Weiß ich nicht, und wurde da wieder zusammengeschlagen und wachte wieder im Krankenhaus auf. Wirklich? Von wem? Weiß ich nicht. Hörte nur schwarze Maske auf. Ach du Scheiße. Meinst du? Das hat gerade geklärt. In deiner Jackentasche. Da sind die leeren Bierflaschen. Willst du auch eins? Ich hab noch eine volle. Ja, gib hier rüber. Ich mach ja gerade kein Mandantengespräch. Auf alle. Dankeschön. Bitteschön. Das war zu weit. Ja, dein Prost, ne? Dein Prost. Ja, läuft. Jetzt fällt das Farbenspiel gar nicht mehr so auf.
Ich hier mal gucken, ob es noch was Anstrichstück gibt. Die Bank. Hier kriegt man Augenkrebs. Das ist überall Augenkrebs. Was ist das denn? Ja, die grüne Wiese, da lege ich mich hin. Hier sehe ich mich eher. Abgeschieden. Allein gelassen. Ah ja. Uiuiui. Fleisch am Baum? Fleisch am Baum. Das wär's. Ja. Fleisch direkt unterm Baum. Vielleicht können wir drunter buddeln. Mal gucken. Nee, das fühl ich nicht so. Das fühl ich nicht so. Und vielleicht so. Nein, das ist... Nein. Nicht. Vielleicht. So. Es könnte auf Dauer wehtun. Es könnte auf Dauer wehtun. Hui. Vielleicht auch direkt neben dem Beute. Mal schauen. Ich glaube, der Schuppen wird so oft benutzt. Hier. Vielleicht bei den Baumstämmen. So. Und hopp. Ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Vielleicht. Hier ist es dazwischen. Und hopp. Spart man sich die Flak, die Grabpflege. Die Grabpflege spart man sich da. Was war das denn? Naja. So richtig überzeugt bin ich auch noch nichts davon. Wenn wir mal gucken hier. So. Nee, das ist auch wieder aus meiner Pflanzen und so. Ach, das könnte ich fühlen. Schauen wir mal. Vielleicht direkt darin? Da brauchen wir ja gar keine Grabpflege mehr. Ja, ne? Ja? Und, Brüling. Ja, das fühle ich. Das spart man sich die Grabpflege. Ja, vielleicht ist es zu buschig. Es ist ja gar kein Grabstein mehr. Das ist auch wieder blöd. Nee. Na dann mal komm. Nee. Na dann mal komm. Nee. Machen? Nee. Das wird schwierig. Soll ich vielleicht daneben? Ja. Wollte man noch was sehen, ne? Hey, guck mal weiter. Und hier. Und hopp! Nee, das will ich wieder nicht. Vielleicht. Hier. Vielleicht mehr im Busch. Mehr im Busch? Negativ. Das fühle ich nicht. Vielleicht hier. Oh, da war aber. Uiuiuiui. Ja. So. Hä, ist auch nicht das Richtige. Ich sehe beim Baumstamm. Hier. Zu abgeschotten. Wie liegen die hier eigentlich? Die müssen ja irgendwie so. Mal gucken. Das ist auch am Hang. Und das hier?
Boah, die Musik. Moins, ne? Auch ein schönes Eigen. Ich fühle es nicht, du abschottig. Vielleicht das hier. Das schiel ich. Ja. Ah. Ich habe ganz schön abschottig. Ist das der Grabsteinumfeld? Oh, ein Weihnachtskranz. Das will ich. Da. Auch nicht, ja. Vielleicht hier? Vielleicht hier? Ja? Ein Schack? Nicht zentral. Wenn der Wind wieder reinpfeift, vielleicht was Kleines. Ja? Ey, kein Zaun, das ist blöd. Vielleicht sowas. Ich bin nicht direkt in der Parkbank. Kann ich mich ja gleich dahinter verstecken. Ja, gucken. Oh, schack! Es ist ja. Ich weiß ja nicht. Frau Stackling. Bieten Sie eine Grabberatung an? Eine was? Eine Grabberatung. Sie sagen, wer hier eine Friedhofwärterin? Sie wussten doch, wo das ist. Nö. Ja doch, Sie haben den... Ich hab gegoogelt. Sie googelst? Nee, ich hab Google gefragt. Ich kann mich nicht entscheiden. Nee, ganz sicher. Ganz klar. Kommen Sie mal. Ja, ich schon mal mit. Ich komm ja schon. Sind da noch mehr da hinten da? Nee, da hinten ist tote Hose. Tote Hose, ja, das wollen wir nicht. Also, da gibt's einen Grünstreifen, der ist noch normal als das hier, aber da bin ich ja allein. Ne, was, wie finden Sie das da? Das? Zu deprimieren, das ist schwarz. Was ist schwarz? Schwarz. Schwarz? Deprimierend. Aber das ist schon ein bisschen edel. Ich möchte aber keine Antidepressiva nehmen, deswegen. Aber warum? Außerdem ist es eine Parkbank. Was? Parkbank! Wissen Sie was? Ja, bitte. Passen Sie auf, ich habe noch eine viel bessere Idee. Viel bessere Idee. Kommen Sie mal mit. Ich werde noch gaga. Schauen Sie mal diesen Baum hier. Diesen Baumstamm. Ja, weil ich jetzt sagen, dass ich alt bin? Achso, raus, ja. Den nehmen wir raus. Ja. Und dann gibt es eine ganz neue Methode, wissen Sie? Was denn für eine Methode? Da werden Sie... senkrecht in die Erde gesteckt. Sind Sie wahnsinnig? Da mehr Platz ist ja nicht. Passen Sie auf, es wird ein Setzling gepflanzt. Und dann kommt Ihre Asche mit zum Setzling. Und dann sind Sie der Baum. Ja. Ein Baum. Sieht aus wie ein Baum. Ich bin zwar der Felsen der Brandung, aber kein Baum. Wie findest du das nicht schön? Ja doch schon, aber ich weiß ja nicht. Also der ist ja hässlich. Das ist ja kein Baum mehr. Ne, deswegen ja. Der kommt weg. Weg damit. Zack, raus. Ja, da müssen sie mir noch eine Baumberatung geben, ne? Eine Baumberatung? Eine Baumberatung. Was für ein Baum? Ich will da keinen Busch auf mir wachsen haben. Ich finde so eine Trauerweide ultra schön. Wisst ihr was? Die wächst ja besonders wohin. Ja. Sie wissen schon, dass ich alleine hier bin. Da kommt doch keiner und schneidet den Mist. Ja, das soll man doch nicht schneiden. Die soll doch wachsen. Ganz groß. Tja, aber das wächst doch betont da, oder nicht? Ja, ganz genau. Ja, dann sieht man mich doch gar nicht mehr. Nee, aber dann, hallo, Sie sind dann der Felsen der Brandung, in dem man sich ja verstecken kann. Ja, aber es ist doch kein Fels, es ist ein Baum. Ach.
Das doch. Sie verstehen schon, was ich meine. Ja, das schon, aber ich bin da noch nicht so hundertprozentig über. Ja, zum Glück bin ich ja noch nicht tot. Nee, das dauert auch noch. Na ja, komm. Dann ja, wenn Sie das sagen. Ja, gerne. Ja. So. Dieses Geflacker, ich krieg nur noch die Krise. Und was ist mit dem hier? Ja, da habe ich mich heimisch wie in den Weihnachtskranz, aber das ist zu abschottig. Abschottig? Ja, geh, Vorsicht, ich lege mich mal hin. Ich möchte ja nicht die sexuell belästigen. So? Ja. Gucken Sie mal. Das ja, wie sieht das aus wie Weihnachtsdeko? Nee, das können wir nicht tun. Das geht nicht, das ist nee, nee, leider. Das ist zu pompös, oder? Das ist zu pompös und zu abschüssig. Wenn das umfällt, was das? Naja, aber hä, aber sie sind doch schon unter der Erde. Ja, aber man muss ja noch an die anderen Leute denken, ne? Stellen Sie sich mal vor, Sie stehen dahinter und das fällt um. Dann sind Sie Moos, dann können Sie sich gleich mit. Ich bin Moos und bin direkt bei Ihnen. Ja, dann können Sie sich gleich bei mir mit eingraben. Ja, sehen Sie, ist doch total toll. Das sehen die anderen bestimmt anders. Nee, das weiß ich nicht. Also wenn die Menschen Sie besuchen, die Sie lieben, das und die dann mit... Ich hab ja niemanden. Mich liebt niemand. Also ich verstehe mich ja mit dem Herrn King gut, aber es ist jetzt auch keine Liebe oder Freundschaft. Nee, was ist mit dem Loch hier? Ja, das ist ja noch kein Loch. Doch, das ist ein Loch. Ich habe mich doch hier schon hingelegt, das sah doch so komisch aus. Was ein Loch ist? Das ist kein Loch, das ist... Gucken Sie. Ah. Aber wissen Sie, es sieht aus wie eine Liege. Sie werden von der Sonne geküsst. Ja, das stimmt. Aber wenn Sie davor stehen, liege ich im Schatten. Ist auch wieder blöd. Nee, aber Sie sind doch unter der Erde. Ja, aber da muss man ja trotzdem mal auf den Blickwinkel achten. Finden Sie nicht? Was für ein Blickwinkel? Naja, wissen Sie. Also, oder? Warten Sie mal, Blickwinkel. Kann ich, weil ich ein Beispiel... Wie, also weil Sie es einfach hier zu nackig finden, oder warum? Nein, ist der Blickwinkel, wie man was sieht. Ja. Ja, haben Sie da gerade ein Fragezeichen gesetzt? Ja. Ja. Vergessen Sie. Nein, alles gut. Das Beispiel kann ich jetzt nicht bringen. Da rupft mir der Schmitz den Kopf runter. Nee, Herr damit. Nee, da reicht mir der Schmitz den Kopf runter. Aber der hört Sie ja nicht. Ja, nee, da müsste ja bei diesem Beispiel mitwirken. Mitwirken? Mitwirken. Also, hol ich den Herrn Schmitz kurz? Nee, lass es das. Sicher? Der ist in seiner Depressivphase. Aber ich bin neugierig. Und der braucht ein bisschen Abwechslung. Der darf da nicht in seinem Loch versinken, wissen Sie? Ja, das stimmt auch. Manche Menschen verbittern sich da einfach in diesem Knäuel. Das ist gar nicht gut. Deswegen muss er zum Psychologen. Da weiß ich nicht mal. Doch, das hat die Yahama befohlen. Yahama? Yahama. Ach, Papalapapa. Ja, das Motorrad. Der muss einfach mit... Was? Das Motorrad. Das ist ein Motorrad. Ist das nicht die Yamaha? Ach Mensch, ich hab gedacht, die reden von der Doktor Yamaha. Ja, rede ich da auch. Aber was für ein Motorrad? Die ist eine Yamaha, ist doch ein Motorrad. Warum heißt die so? Ich werd bekloppt. Oh, hat. Die heißt... Ja, das hat gerade geknirscht. Das hat richtig geknirscht. Das, haben Sie ein Problem mit Ihrem Arm? Ja, jetzt ist Frau Duckling weg. Ja, da sind Sie ja wieder. Was war da denn los? Also ich glaube, ich bin zu tief ins Loch gefallen. Ich wollte schon die Polizei rufen. Was, wirklich? Ja, Vermisstenanzeige. Oh Mist. Sie können ja nicht einfach verschwinden. Die sitzen noch dort. Entschuldigung, Entschuldigung, falscher Muskel. Nein, fangen wir gar nicht an. Komm, Achtung, hopp. Na, ich wollte ein bisschen mitmachen. Was, hier ist kein Loch. Achtung, hopp. So, jetzt. Ja, die sitzen doch da. Ja, jetzt ist bloß noch einer. Hä? Wer ist denn jetzt da? Wer war das? Die Lilane. Hallo? Hallo? Nee. Geister. Na, das ist doch hier. Ich sehe es nicht. Was denn? Ich glaube, sie kriegen langsam ein Trauma vom Friedhof. Ich kriege, glaube ich, hier wirklich ein Riesentrauma. Herr Schmidt? Ja? Ich heb sie jetzt hoch. Mach das. Sie haben ihn. Kannst du dich wieder andersrum drehen? Ich wollte gerade sagen. Ja, wissen Sie, ich bin hier doch hier, Hulk. Ja, sehen Sie mal, wie ich sie abgesetzt habe.
Danke. Wie ein Profi. Man nennt mich T-Duckling Wrestling. Im Busch, in Shorts. Oder wollen Sie hier begraben werden? Ja, spart man sich wenigstens die Grabpflege. Sie danke sind, dafür. Nee, pass auf, Sie sind ja, ich liege hier, hallo, ich liege. Oh, was bin ich? Au, was bin ich? Das Stück der Mauer, Sie sind ein Stück. Also ein fehlendes Teil. Danke für das Kompliment. Ja, sind Sie. Hä? Wieso, was denn? Oh. Also bin ich fast auf die... Nee, sag mir nicht. Sag mir nicht. Es hat... Schmidt, sag mal, also... Was wird das denn jetzt? Das gibt's doch jetzt nicht. Sag mal, wie kann es sein, dass jedes Mal verdurstest? Ich dachte, der muss in psychologische Betreuung. Hallo, Herr Staller. Moin. Er ist verdurstet. Oh, du Scheiße, Mann. Mann. Wollen wir nicht warten? Ach so. Und wie geht's Ihnen, Herr Kanzler? Mir geht's gut, danke für die Nachfrage. Staller, mein Name übrigens. Ich glaube, wir kennen uns schon. Ach, Sie sind doch der Schreier vom MD. MD? Nee, PD. Nee, das war am MD, die Pfeife. Ach, ja, ich dachte, Sie meinten, ich arbeite fürs MD. Nee, ich bin Dealer, aber arbeite. Sie sind ein Dealer? Weißt du, das ist Ihr Vorgesetzter? Das soll ich mal mit Ihnen absprechen. Ja, gibt's ja zurzeit ein bisschen Streitereien da, deswegen. Das klingt aber nicht gut. Leute, was? Was? Ich weiß schon, haben Sie was verstanden? Nein, negativ. Ja, die hat irgendwie weiß ich auch nicht. Put your hands up, ich irgendwas. Ich hab irgendwie auch Knacks weg, ey. Put your hands up. Das liegt wohl am Friedhof. Seht ihr den Herrn Schmitz nicht? Doch. Ja. Das liegt direkt auf der Schulter. Ja. Und ja, das was für eine Bewegung macht der? Gar keine. Der ist stocksteif. Ja, ganz genau. Und der Hand zeigt nach oben in den Himmel. Step oder so. Oh nein, jetzt regnet es auch noch. Das ist gut, der schmutzt doch einfach den Mund auf. Du, was haben Sie da eigentlich für eine Tasche, ey? Was denn das für ein Muster, du? Das ist... Krokodilleder. Moje. Ja. Bleiben Sie doch mal stehen. Nein, warum? Ich will sie mir angucken. Sie wollen sie mir nur klauen. Nein. Hilfe! Das ist meine Tasche, die kriegen sie nicht. Ja, ich will doch nur gucken. 10 Millionen. Was? Ich will doch nur gucken. 10 Millionen. Fürs Krokodilleder? Nee, fürs Gucken. Na, okay. Der ist, glaube ich, kaputt, der Typ. Hilfe. Ich auch. Ich bin immer kaputt. Ach ja. Ja, aber da Sie Kanzler sind, ich bin der Kanzler, aber ja, nicht ja. Der Kanzler. Was wollen Sie schon wieder? Ich kann noch eine Anzeige raussprechen. Sie sind noch Anwalt. Ja, bitte. Macht man Anzeigen nicht bei der Polizei? Verklagen. Verklagen bin ich zuständig. Okay, dann mache ich, dann ja, muss ich mit dem Chief erst abklären. Ja, das aber müssen Sie. Springen Sie jetzt schon wieder durch! Bitte, ich taub, Mann! Wie, der liegt ja am Boden, der ist kein Chief. Ja, genau, das ist es ja. Max was, der ist nicht mehr Chief und der andere Chief hat, was ist mit denen los ist, der geht nie an sein Handy ran. Wenn ach du Scheiße. Ja, irgendwie. Was ist mit den Co-Chiefs? Ja, Co-Chief ist Karl und Mini und Mini ist irgendwie nicht da immer und Karl, ach, keine Ahnung. Mann. Da habe ich mir meinen Job nicht vorgestellt. Nicht versagen, immer den Kanzler fragen. Na, nee. Was? Der eine liegt hier am Boden, der König, der sitzt bei der Bad-Fraktion. Das war's. Oh. Bitte was? Wie bitte? Was? Ja, das kann ich jetzt hier nicht sagen. Ich dachte, das ist mein Mandant. Das ist Ihr Mandant? Das ist mein Mandant. Ich hoffe, der kriegt den Arsch wieder hoch. Was machen Sie, was macht er zurzeit beruflich? Wissen Sie das? Das darf ich nicht sagen. Ja, geben Sie mir einen Tipp. Ist er arbeitslos? Das darf ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß es doch. Also ich darf es Ihnen nicht sagen. Schweigepflicht. Aus mir kriegen Sie nichts raus. Ach Mann, ich habe mir meine Arbeit so nicht vorgestellt. Sie arbeiten doch gar nicht. Ja, aber wenn ich arbeite. Ja, aber sie arbeiten da gar nicht. Alles geht zugrunde irgendwie.
Da haben wir den Patienten. Ach, Schwag. Mann. Der Anwalt. Ja, guten, schönen guten Tag. Wollte ich begrüße Sie. Nicht, ich, hier gerade. Genau vor. Warten Sie, ich helfe Ihnen mal. Sehen Sie ihn jetzt? Genau. Ah, super, jetzt habe ich ihn. Ja, bitte schön. Geben Sie die Spritze? Ja, das ist Herr Schmitz, ja, gebe ich. Ach, Herr Schmitz. Gib ihm mal eine Spritze, dann sollte es besser gehen. Naja, ich glaube, der hat das Trinken vergessen. Ja, das ist leider heutzutage irgendwie schon normal. Was? Da gebe ich mal ein bisschen Wasser. Hier, Herr Schmitz, machen Sie mal Mund auf, bitte. Ja, trinken Sie mal einen Schluck. Machen Sie ganz teuer, Schmitz. Toll, super. Geht es heute eigentlich besser gehen? Moment. Ah, so. Geht's Ihnen besser, Herr Schmitz? Ja, mir geht's besser. So. Freut mich, Herr Schmitz. Was lernt man für die Zukunft, Herr Schmitz? Ja, immer essen und trinken. Richtig. Das war Mamas Papas Sprichwort früher. Nicht vergessen. Herr Schmitz, ja? Wenn Sie Hilfe brauchen, sagen Sie mir Bescheid, ja? Ich sag Bescheid. Gut. Ich brauche Hilfe, aber ganz dringend. Was machen Sie denn überhaupt hier draußen? Ja, Frau Dackli meint, ich soll mir schon mal ein Grab aussuchen. Ach so, ich dachte, Sie besuchen hier jemanden, weil hier vielleicht jemand liegt oder so. Ja, bald ich, laut Frau Dackling. Genau so habe ich auch reagiert, keine Angst. Ich habe es auch nicht verstanden und ich soll in Rente gehen. Ja. Was verdient Sie eigentlich pro Stunde, Herr Anwalt? 25%. 25%? Mhm. Ja, moin. Welcher Arm? Wenn Sie einen guten Anwalt wollen, der kostet nun mal Geld. Ja, Sie müssen auch noch mal ins Krankenhaus kommen, Herr Anwalt, ne? Das mache ich dann später, ne? Sie haben ein Mandelproblem. Ich habe kein Mandelproblem, das ist meine Sprache. Herr Doktor, gucken Sie mal bitte. Nicht sollen die das? Sie haben mir einen Vorschauenfinger reingesteckt. Also oben, Sie Schwein, was Sie schon wieder denken. Ich mache nicht einfach Untersuchungen, wenn er es nicht will, dann will er es nicht. Ach, der will ja. Das. Ich will das. Ja, 25% macht das. Schnäppchen, Däte, geklärt. Da kommen Sie her, Herr Haber. Ja. Da kommen Sie. Ah! Ja. Ist ja. Was ist? Ja. Ich bin leid, wenn ich den Schnitt reingefasst habe. Tschüss, ist ja was ist? Die Mann sind etwas groß. Wir müssen vielleicht mal entfernen, wenn Sie mal vorbeikommen wollen. Ich habe leider keine Zeit. Aber es ist nicht, ja, es ist nicht hoch, ist nicht hochzwingend. Okay. Man könnte es überlegen, die rauszunehmen. Na raus damit. Und was passiert dann? Ja, eine Woche Vanilleeis essen, ne? Ja, genau. Oh, das ist gut. Ich reden und das geht ja, nicht. Ja, Sie dürfen nicht sprechen in der Zeit und dürfen lecker Eis essen. Wie soll ich denn meine Mandanten vertreten? Dann können Sie aus dem Bett aus machen dann. Anrufen. Ja, schreiben Sie Textnachricht. Anrufen. Tschüss, im Bett, wenn ich nicht reden kann. Skype. Ja, er muss ja Textnachricht schreiben. Er ja, kann Grimassen nicht. Grimassen. Ich hab's nicht so mit der Technik. Entschuldigung, ich bin 67. Also, laut Frau Schackling, ich bin eigentlich 57. Also, das ist ein anderes Thema. Stimmt nicht. Frau Schackling. Naja. Ich kann Sie der Klage auch hinzufügen. Sie können ja mal die Personalausweise. Deswegen verklage ich den Staat ja, nicht Sie. Ja. Sehen Sie? Sie sollten mal mich unterstützen. Warum sind Sie eigentlich so groß? Weil ich hier auf dem Dingen stehe. Ach so. Ja, jetzt sehe ich es auch. Sehen Sie? Ja. Alles gut. Ja, wunderbar. Verdag nicht. Wenn es geht, könnte ich Sie kurz unter vier Augen sprechen. Ja, klar. Wegen der Kleidung nur. Ja, klar. Welchen der Kleidung? Die sieht doch hübsch aus. Nein, der... Natürlich sieht die Frau Dackling hübsch aus. Der Chef möchte nur Kleidung fürs Krankenhaus haben. Ach so, ich dachte, will sich jetzt wegen der Kleidung von der Frau Dackling beschweren. Nee, nein, sie sieht doch hübsch aus. Ja, was machen eigentlich die beiden da hinten? Die trauen sich gegenseitig, da gab es irgendwie Konflikte. Mehr darf ich dazu leider nicht sagen. Okay. Schweigepflicht. Der eine ist depressiv darum, der andere ist depressiv darum. Deswegen habe ich ja gesagt, der Schmitz braucht dringend Hilfe. Ja. Der achtet sich nur auf deine Gesundheit. Jetzt ist er zusammengebrochen. Ich bin Auszubildender, also keine Ahnung. Ja, ist das nicht der Chefarzt? Das ist der Chefarzt. Ja, dann sagen Sie denen das doch mal. Sind Sie da einmal hier, können Sie dann gleich eintüten. Zack.
Ja, das muss er entscheiden, nicht ich. Deswegen sage ich, da müssen Sie mal mit Ihrem Chefarzt reden. Wenn ja, mit der Freundin Duck liegen geredet hat. Das sagt nur die Polizei. Oder ein Richter. Ja. Ich gebe Ihnen da nur den Hinweis. Ja. Der wäre? Ja, mal genauer untersuchen. Der tut mir richtig leid. Der achtet sich null auf seine Gesundheit. Der Herr Schmidt. Ich gehe mal gucken. Der Herr Schmidt, den Sie gerade belebt haben, also behandelt haben. Hat der auch Suizidgedanken? Na, ich hoffe mal nicht. Okay, fuck. Aber der hat halt ein Doppeltrauma-Erlebnis. Herr Schmitz. Ja. Ihr Anwalt hat mich gerade angesprochen. Ja. Und er meinte, ihm geht's nicht gut. Ihr Trauma macht sie ziemlich zu schaffen. Haben Sie Suizidgedanken, Herr Schmitz? Nein. Sind Sie sicher? Ja. Wenn Sie den Berg hier runterspringen wollen, ja, machen Sie das. Mama! Ich bin hier. Spielst du? Das ist eine Motivation. Ich soll dem Herrn helfen und ihn nur zu ermutigen. Weißt du, nein. Nein! Nein! Da! Au! 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 Das ist ja au! Hier ist auch drüber laufen. Au! Ich bin. Ai, wie gehst du mit älteren Häuten um euch? Tut mir leid, der Herr. Ui. Das sind sie mal. Sie sollen ihm helfen und nicht noch motivieren. Ich wollte testen, ob er es macht. Das sind sie. Jetzt, aber jetzt eintöten. Ja, aber dringend. Ich rede mit dem Chef, dass er mit dem Krankenhaus kommt. Ja, bitte. Auf jeden Fall. Sie haben es gerade selber gesehen. Ja. Werf mich doch nicht so durch die Gegend. Herr Schmitz. Ich werde gerne mit dem Doktor sprechen. Ich bin der Meinung, dass Sie in der Psychiatrie müssen. Was willst du? Ja. Sie machen das, was andere sagen, das ist nicht gut. Ja, reden Sie. Ich passe auf ihn auf. Die 27 hört? Ich glaube, die brennt ja gut. Ich glaube, der will abhauen. Wir sind noch im Einsatzort und der Chef hat gerade ein Gespräch. Der will abhauen.